Ja klar, für mich ist, wir haben schon ein Spiel verloren in der ersten Halbzeit, muss ich sagen. Wir haben uns vorgenommen, die Gegner früher zu stören, Bälle zu erlauben. Und wenn wir am Ballbesitz sind, nicht leichte Ballverluste zu haben nach vorne, sondern miteinander frech und mutig nach vorne zu spielen und zum einen oder die andere Torchance auszuspielen. Das haben wir, glaube ich, bis zum Tor sehr gut umgesetzt. Da sind wir auch in Führung gegangen, 1-0, nachdem eine sehr, sehr gute Aktion über die 3-4 Stationen. Raufgespielte Torchance, da gehen wir 1-0 in die Führung und dann kann ich das nicht erklären, warum auf einmal lassen wir nach. Das hat auch zu tun mit Bereitschaft, glaube ich, oder was haben sich einer oder die andere gedacht. Ich bin schon gelaufen. Da erwarte ich auch von den Leuten, wenn wir 1-0 in Führung gehen, und das ist das erste Mal dieses Jahr, dann muss ich auch in der Lage sein, in den nächsten 15 Minuten bis zur Halbzeit die Ergebnisse so zu bleiben und nicht nach vorne rennen, unnötige Ballverluste zu produzieren und danach auch das nicht unterbrechen in der Rückwärtsbewegung. Und nicht entschlossen zu verteidigen. Das kann nicht wahr sein. Ne? So sind alle drei Tore passiert. Wir haben heute drei einige Tore selbst eingeschossen. Ne? Die Wellen haben wir analysiert. Zweimal habe ich angeschaut, habe ich zu den Jungs auch klipp und klar und deutlich gesagt, die machen seine Tore von ganz weniger Torchance. Der Kollege kann etwas anderes sagen, wenn er so sieht. Und kann, die haben in Halle Spiel gewonnen ohne Torchance. Die haben gegen Jungs da 1-1 gespielt. Haben die nur eine Torchance gemacht. Die sind absolut knallhart nach vorne, wenn die Chance haben. Aber wir haben die Gegner aufgebaut, muss man sagen, diese 1-1. Und das zweite und dritte Tor sind absolut gleich so gefallen nach Ballverlusten nach vorne, wo wir wollten Spiel gewinnen, wo wir wollten die Torchance auszuspielen und ausgekontert in einige Steine. Das hat auch zu tun mit Bereitschaft, das hat auch zu tun mit der Qualität, das hat auch zu tun mit dem Willen und Siegesmentalität. Und das habe ich heute nicht getan bei meiner Mannschaft. Und so habe ich auch zu der Mannschaft gesagt, in der dritten Liga schon Fußball zu spielen und nicht Ergebnisse zu holen, es ist nicht. Dritte Liga, jeder leichte Fehler wird sich vom Gegner knallhart bestrafen. Bis jetzt haben wir auch in alle Spiele, bis jetzt, wo wir gespielt haben, haben wir auch selber erlebt. Ob Leipzig, ob heute Wiesbaden, da geht es weiter Duisburg und Münster wäre schlecht, muss ich sagen. Wiesbaden heute auch.